Hey Freunde, Apfel ist zurück und Fantastic hat den finalen Trailer für The Day Before gezeigt. Und ja Leute, was soll ich sagen, wen dürstet es nicht nach noch mehr richtig guten legendären Zombie-Survival-Titeln, nachdem wir bereits unzählige Stunden in Scum, DayZ und Dead Matter verbracht haben. Ist es zum Greifen nahe, das nächste große Zombie-Survival-Spiel The Day Before. Und ich weiß jetzt gerade nicht so recht, was ich sagen soll. Ich glaube, wir analysieren einfach mal in diesem Video Schritt für Schritt, was im Trailer so alles passiert ist, denn in meinem Kopf kreisen gerade sehr viele Gedanken. Also denken wir nochmal kurz zurück. Der letzte Stand auf meinem Kanal hier, in welchem ich euch mit Informationen rund um The Day Before versorgt habe, war der, als etwa 10 Minuten ungeschnittenes Gameplay gezeigt wurden zu The Day Before und dieses Gameplay hätte kaum langweiliger und enttäuschender sein können. Und vorangehen mit all den Enttäuschungen und Kontroversen rund um das Spiel, insbesondere wegen ständigen Verschiebungen aus den dubiosesten Gründen, dass das Spiel nachweislich aus sehr vielen Assets besteht nur und allen voran, dass ständig in Verbindung mit The Day Before einfach irgendwelche anderen Spiele oder irgendwelche Apps, welche wie Skype funktionieren für Homeoffice, promoted wurden und das Spiel dabei eigentlich komplett in den Hintergrund gerückt ist und nur als Vorwand benutzt wurde, um andere digitale Produkte bzw. Software und Softwarelizenzen zu verkaufen, genutzt wurde. Also das Ganze war wirklich super weird. Ja, und da hat dann eben das Stirnrunzeln und die Fragezeichen über uns Köpfen keinen Abriss genommen, es ging munter weiter. In den kommenden Trailern wurde dann einfach schamlos der Trailer von Call of Duty 1:1 kopiert, darüber hinaus von dem Spiel SnowRunner, Resident Evil 2 und The Last of Us. Und es sagt ja kein Mensch was, wenn man sich ein bisschen inspirieren lässt. Ich meine, was will man heutzutage noch neu erfinden? Aber im Falle von The Day Before muss man halt leider sagen, die haben halt wirklich Copy und Paste gemacht. Ja, dann gab es dann auch diesen Streit mit irgendeiner Kalender-App, also es ist schon seit langer Zeit bekannt gewesen, dass es da so eine App gibt im Play Store, welche den Namen The Day Before besitzt und damit auch die Namensrechte des Unternehmens, welche diese App entwickelt hat. Und das war dann die angebliche Begründung, warum das Spiel vom Release 1. März diesen Jahres auf den 10. November diesen Jahres verschoben wurde. Ein paar Monate später kam dann heraus, dass es in Betracht gezogen wird, dass The Day Before nun in Day World umbenannt werden soll. Bei dem Namen Day World gab es aber auch wieder das Problem, dass es bereits eine Bücherreihe gibt von einem Science-Fiction-Autoren namens Philip José Farmer. Es wurde aber weiterhin versprochen, dass es keine Release-Termin-Verzögerungen mehr geben werde. Also am 10. November soll definitiv The Day Before kommen. Und es wurde sogar versprochen, dass vor dem 10. November diesen Jahres, also 2023, es noch eine Beta geben soll. Also wir sollen das Spiel sogar vor Release noch spielen dürfen. Und wieder wurde betont, dass es keine Verschiebungen geben wird. Der 10. November ist definitiv das geplante Release-Datum und sei, Originalzitat der Entwickler, in Stein gemeißelt. Es werde keine weiteren Verschiebungen mehr geben. Ja, und das war's. Dann gab es einfach für lange Zeit jetzt einfach gar nichts mehr zu hören, was natürlich die Zweifel immer weiter bekräftigt hat. Das letzte Lebenszeichen der Entwickler war dann am 2. August auf Twitter. Entschuldigung, ich meine X. Da hat Fantastic, das verantwortliche Studio, dann ein Bild gepostet und erneut wurde der Release am 10. November bestätigt. Und jeder, der die letzten Jahre die Entwicklung rund um The Day Before verfolgt hat, der kann 1 und 1 zusammenzählen und ich habe auch schon damit festgerechnet, dass definitiv auch dieses Mal wieder jetzt am 1. November, kurz vor dem Release am 10. November, das Spiel wieder verschoben wird. Und wir sollten recht behalten, das Spiel wurde wieder verschoben. Was ich noch ganz vergessen hatte, war, dass The Day Before sogar zeitweise komplett aus dem Steam Store gelöscht wurde. Mittlerweile ist das Spiel aber wieder zurück und jetzt ist wirklich vom 7. Dezember die Rede, aber keine Rede von der versprochenen Beta. Die Zweifel daran, was The Day Before denn jetzt am Ende überhaupt werden soll oder ob das überhaupt jemals kommt, das Spiel und was wird es dann jetzt am Ende überhaupt? Diesen Fragen wurde am Ende dann auch noch die Krone obendrauf gesetzt, als vor etwa 4 Monaten ein Kurztrailer mit 37 Sekunden Länge auf dem Kanal von Fantastic gezeigt wurde. Ein Trailer mit dem Namen The Day Before, überlebe die Apokalypse mit Geschwindigkeit und da hatten die einfach gezeigt, wie der Spielercharakter mit einem Sportwagen durch die Apokalypse-Stadt rast und alle dachten sich so, hä? Ja, na klar, das ist natürlich genau das, was wir in unserem zukünftigen Zombie-Survival-Spiel sehen möchten. Aha. Bis zu diesem Punkt hin habe ich euch schon ungeschnitten jetzt das neue Gameplay aus dem neuen finalen Trailer abspielen lassen. Und jetzt gehen wir in die Sektion des Videos, wo ich nochmal vereinzelt darauf reagiere und zwischendrin pausiere und meine Meinung sage.
So Freunde, da wären wir im Uncut-Bereich des Videos angekommen. No, Low-Effort-Content wird ja sowieso mehr geklickt auf YouTube, also wozu sich Mühe geben. Qualität ist auf super knusprigen 1440p und wir lassen jetzt einfach die Sprecherin im Hintergrund das Spiel erklären durch den Trailer und ich pausiere dann und kommentiere, was ich dazu zu sagen habe. The Day Before offers a uniquely reimagined journey into post-apocalyptic MMO open-world survival. Artfully developed by Fantastic and brought to you by the publisher Mytona, the open world of The Day Before is beautiful and richly detailed. Set in the present day on the US East Coast, following a deadly pandemic. Ja, following a deadly pandemic. Ich muss auch sagen, als sie das gesagt hat, ich finde, es hat gepasst. Also gerade die Umgebung, wie die so aussieht, eine aktuelle Pandemie, also ich interpretiere das jetzt mal so, die Aussage, ich bin jetzt nicht so gut in Englisch, aber wenn man das jetzt so auf Deutsch übersetzt, es scheint so, als wäre die Apokalypse gerade eben erst ausgebrochen. Deswegen schaut hier die Umgebung auch noch relativ okay aus und nicht komplett abgeranzt, weil der Virus eben noch relativ frisch ausgebrochen zu sein scheint. Komischerweise sieht eigentlich die ganze Umgebung wirklich total sauber und gut aus. Außer die Fenster wurden mit Brettern zugemacht. Der Müll steht draußen, der wurde nicht abgeholt wegen der Apokalypse. Ja, die Müllmänner werden sich auch in Zombies verwandelt haben. Und ja, irgendwie sind alle Autos komplett abgeranzt, ne? Aber ansonsten, der Rest von der Umgebung sieht noch relativ gepflegt aus. Also ist ein komischer Kontrast irgendwie, ne? Auf der einen Seite nette Vorgartengegend, auf der anderen Seite abgebrannte Autowracks. Also das ist halt das, was ich vorhin schon meinte, ne? Mit den Assets, da wurden halt Assets eingekauft aus dem Store und das wurde halt dann irgendwie so zusammengeschustert alles. Ja, mal schauen, ne? Einfach mal weiter spielen lassen. Da waren wir stehen geblieben. New Fortune City heißt die Stadt. The game begins after you are rescued by the survivors of the Woodbury Colony. Your new refuge and... Die Szene hier mit dem Arzt, die hat mich ein bisschen an Metal Gear Solid 5 erinnert, als man am Anfang von diesem Arzt aufgeweckt wird. Wollte ich nur so am Rande mal erwähnen. ...and safe home. From now on, the doors of Woodbury will always be open to you. But first you will create your unique character. Mhm. A unique character. Body Type, A und B. Also ich habe gehört, es gibt, wie hieß das nochmal damals? Das sind so Wörter, die existieren, glaube ich, mittlerweile gar nicht mehr. Bodytyp A und B. Ah ja, genau, früher hat man das Mann und Frau, beziehungsweise männlich und weiblich genannt. Stimmt, ich erinnere mich. Ne? Wisst ihr das noch damals, ne? Als man noch Mann und Frau gesagt hat zu, A und B? Select a personality. Choose. Mhm. Personality? Choose a gender and customize every detail. Choose a gender? Moment mal. Es gibt nur Bodytyp A und B. Hä? Wo sind die anderen 176 Geschlechter? Also das triggert und offendet mich jetzt. Find ich nicht okay. Detail. Immerse in yourself in our vision of post-apocalyptic America. Woodbury. Nehmt mal Spaß beiseite, Leute. Also, ja, okay, ist ein kleines Entwicklerstudio, deswegen will ich hier jetzt nicht zu sehr ins Gericht gehen. Ich muss sagen, vielleicht haben ein paar von euch das erste The Division von vor, wann kam das raus? 2007 oder so? Ich weiß gar nicht mehr genau. Nee, Quatsch, das war später, 2011 oder 12, gell? Ich glaube, The Division ist schon fast 9 Jahre oder 10 Jahre alt. Ich bin mir nicht mehr sicher, war das 2014? Keine Ahnung. Wir können aber mal kurz nachgucken. Ich finde, The Division, Leute, sah damals schon besser aus, 2016. Woodbury Survivors are working to rebuild the community, constantly needing supplies, building materials and various items. Your main task. Das erinnert alles halt richtig krass an The Division, ne? Hier diese... hier mit dem Ausgang durch diesen, wie nennt man das, Desinfektionstunnel, Dekontaminierungszugang, ne? Ihr wisst schon, wie ich meine, dazu die verschiedenen Figuren hier und auch das hier, ne, mit dieser Operationszentrale, all das erinnert mich schon sehr krass an The Division und auch hier, wo wir gerade den Trailer pausiert hatten nochmal. Da unten diese 4 Charaktere, die da so laufen als Gruppe. Ich glaube, in der Division war das Gruppenlimit auch 4, oder? Erinnere ich mich da noch richtig?
Das hier sieht auf jeden Fall schon mehr nach Apokalypse aus, ne? Alles sieht ein bisschen abgeranzter aus im Vergleich zu der Vorstadt-Sektion von Your vorhin. Your main task is to bring as much valuable loot as possible. And in return, you'll be rewarded with the local currency. Wir können ja mal kurz pausieren und schauen, was er im Inventar alles hat. Also es gibt auf jeden Fall Spritzen. Das erinnert mich ein bisschen an DayZ. Da gibt es ja auch Epinephrin und Morphin. Das könnte das hier sein. Dann Verbände, Lebenspunkte wiederherstellen, Vitamine. Es gibt auch Essen, es gibt Trinken. Hier die Lola Cola. Die Lola Cola hatten wir schon in einem der ersten Trailer gesehen. Ansonsten, was hat er noch? Verschiedene Munitionstypen, Waffen, eine Polizeiweste, Equipment. Man wird auch kosmetisch Kleidung anlegen können, ne, Tarnkleidung und so. Okay, ja, ganz interessant. Known as Woodbury Coins. Who the hell needs your junk? Keep track of your health, hunger and thirst indicators. And remember, Hunger und Durstindikator. Also sie hat gesagt, man muss auch Nahrung zu sich nehmen. Ranging from the vicious infected to other players who are ready to take everything from you. We've designed survival. Ach, das war gerade ein Kampf gegen einen Spieler, Leute. Hat sie gerade erwähnt auch, ne? Take everything from you. Okay, was man am Boden sieht, Leute, die Spieler hier auch, ne, er kniet am Boden und auch der andere hier rechts drüben, den er gerade niedergeschossen hat, auch der Spieler kniet am Boden. Das bedeutet, Leute, man wird im PvP die Möglichkeit kriegen, genauso wie damals bei The Division war das ja, glaube ich, auch so in der Dark Zone, dass man seine Teammates wieder aufheben kann, ne? Finde ich prinzipiell sehr cool, ne? Ist ja immer so frustrierend in solchen Spielen wie Scum oder DayZ, wenn da der Teammate tot ist, dann ist er halt tot, ne? Also mal schauen, es scheint eher so Arcade-lastig in die The Division-Richtung zu gehen, nur mit Zombies eben. Everything from you. We've designed survival in this world to be a thrilling experience. The weapons, which can be modified, are made with maximum realism to ensure that combat remains deep and engaging at all times. Each weapon boasts unique characteristics, as well as realistic reload and recoil mechanics. Completing various community tasks also. Was stand da auf diesem Schild? We will be alive, alive like this tree around we build this world. 1845, aha. Ah, schau her, Leute, da guckt mal hier rechts hinten. Na, wo war's denn gerade? Da, Guns und Ammo sieht man da hinten rechts. Also es wird Händler geben in diesen Safe Zones. Also das wird hier nicht so wie Scum oder DayZ, dass man da so eine richtige Open World hat, sondern wirklich mit Safe Zones und so Kram. Ich denke mal, das wird 1 zu 1 wie The Division, falls das Spiel wirklich kommt, ne? Entschuldigung. Completing various community tasks also presents an opportunity to earn Woodbury Coins. Well, well, who do I see here? How's it going, my friends? Woodbury coins can be exchanged for ammo, from regular to armor-piercing, weapons, protective equipment, backpacks, food. Was mir auch gerade aufgefallen ist, ne, viele hatten ja die Hoffnung, dass das so survival-lastig wird, das Spiel. Guckt euch das mal an. Weil viele haben ja die Hoffnung, dass das wie DayZ wird in der Art, ne. Hier links der Rucksack, der fällt mir schon mal auf, der sieht aus wie von The Last of Us so ein bisschen, der von Ellie, ne. Aber Leute, ne, zum Beispiel hier, der Rucksack hat eine Taschenlampe an der Seite, der Rucksack hat eine Flasche und so eine Art Messer oder Machete an der Seite. Und der Rucksack hat einen Trinkbecher und eine Axt hinten drauf. Und da kam ja die Hoffnung bei vielen Spielern oder halt interessierten Spielern auf, dass wir hier so eine Art DayZ wiederbekommen, wo man wirklich die Werkzeuge benutzen kann. Aber wie man hier sieht, das ist alles nur kosmetisch, ne? Also diese Rucksäcke werden am Ende nur bestimmen, wie groß dieser Backpack sein wird, behaupte ich jetzt mal. Und in Wirklichkeit, diese geilen Gegenstände hier hinten drauf, das ist nur kosmetisch, ne? Also man wird hier nicht wirklich mit der Axt jetzt Bäume fällen müssen, um irgendwie in der Wildnis sich eine Hütte zu bauen oder so. Das wird wahrscheinlich nicht der Fall sein. Ja, es ist rein kosmetisch. Woodbury coins can be exchanged for ammo, from regular to armor piercing, weapons, protective equipment, backpacks, food, drinks and medicines. Spa access to relax and a gym to work out. Die Szene fand ich auch so komisch, ne? Wie er hier trainiert mit seinem Militärhelm auf dem Kopf und dann hier auf dem Laufband die ganzen Typen, er mit seinem fetten Rucksack auf dem Laufband, er mit seinem
keine Ahnung, Motorradhelm und alle mit ihrer Survival-Ausrüstung am Körper, vor allem mit so einem fetten, beladenen Wanderrucksack. Er dort hinten mit dem Boonie-Hat. Oh Gott. Es passt halt überhaupt nicht. Your accumulated items by storing them in secure storage. Aber ich frage mich, wofür wird man dieses Fitnessstudio nutzen können? Also ich habe echt die Befürchtung, Leute, das wird wie so ein Mobile-Game, dass man irgendwie seinen Charakter da trainieren muss und den da irgendwie eine Stunde laufen lassen muss auf dem Laufband. Und, ach, keine Ahnung, also ich kann mir nicht vorstellen, dass das ein geiles Gameplay ist, wenn man da auf dem Laufband die ganze Zeit am Latschen ist. Und das fand ich auch super weird, ne? Mit diesen Sportcars, mit diesen Sportwagen hier, wie die da durch die Stadt heizen. Und dann sagt sie, dass man da aufs Land rausfahren kann mit diesen Autos. Ist halt auch super weird, ne? Also, mir kommt das irgendwie so vor, als würde man hier die Generation Smartphone-Spieler abholen wollen. Ne? Und dass man da irgendwie Cosmetics verkaufen kann im Store für diese Autos. Dass man irgendwie so ein bisschen auch die GTA-Fans abholt. Auf Krampf, ne? Anstatt hier wirklich thematisch passende Fahrzeuge ins Spiel mit einzufügen. Sehr weird irgendwie. Ja, das hat man auch schon in einem anderen Gameplay gesehen mit dem Haus. Aber das finde ich halt auch komisch, ne? In diesem einen Trailer, den ich schon mal in einem anderen Video gezeigt hatte, da war hier vorne das Haus noch mit so einem Balkon, ne? So einer Terrasse. Und dann hatte der da seine Waffe aufgerüstet an so einer Werkbank. Das ist alles weg jetzt auf einmal. Und ich finde es auch richtig weird. Die Entwickler haben uns ja immer suggeriert, dass wir ja eine Art Open World bekommen würden. Ne? Also auch wie zum Beispiel jetzt DayZ oder Scum, dass man da aus der Stadt rausfährt, nahtlos in die offene Welt, in die Natur raus. Aber was sieht man hier im Trailer? Ne? Man fährt hier und Schnitt und dann sieht man plötzlich eine Zwischensequenz, wie er hier reinläuft in sein Gehöf. Kann es sein, dass das Gehöf vielleicht so eine Art abgesperrter Bereich ist? So ein bisschen wie, ja, wie ein Escape from Tarkov, der Hideout. Also ich glaube nicht, dass das eine richtige Open World wird, Leute. Ich glaube eher, das ist so ladezeitenmäßig verbunden miteinander. You will receive your own ranch, where you can purchase and upgrade houses, as well as install furniture and decorations. Was kann man alles machen? Decorations, was stand da? Sofas? Kategorie alle. Furnished houses. Also hier sieht man wirklich nichts anderes als kosmetische Dinge, ne? Dekorationen, Tische, Stühle, irgendwelche Ständer und Schränke und Sofas und ja, ne, Sitze. Aber hier sieht man nichts, was irgendwie von einem praktischen Nutzen wäre, wie zum Beispiel eine Werkbank, an der man craften kann. Auch komisch irgendwie, ne? Ah, da hinten habe ich ein Safe gesehen. Also ich glaube, da hier sieht man ein Safe. Das wird dann wahrscheinlich so wie ein Escape from Tarkov sein. Einfach so ein, ja, so ein Stash oder so, ne? Vermute ich jetzt mal. Keine Ahnung. Also die haben da nichts gesagt dazu. The ranch serves as your cozy, safe oasis amidst the post-apocalyptic chaos. Welcome to the next generation of post-apocalyptic MMO open world survival games like never before. Da hinten sieht man einen Hubschrauber rumfliegen. Da hinten hier. Ansonsten sieht man hier noch irgendwas? Nee, eigentlich nicht, ne? Before. Immerse yourself in the day before. Ja. The day before. Early access December 7. Early Access am 7. Dezember. Und wo ist die versprochene Beta, von der noch zuletzt die Rede war? Und dass der 10. November ein in Stein gemeißeltes Datum wäre? Also super weird. Überraschung, the day before wurde wieder verschoben. Ja, Freunde, was soll ich jetzt dazu sagen? Also, ne, die Reaction ist damit vorbei. Jetzt kommen wir wieder zum, ja, geschnittenen Teil des Videos. Also, pff,
ich weiß nicht, Leute, mich überzeugt das nicht. Die haben uns jetzt da riesen Hoffnung gemacht mit den ersten Trailern und es ist einfach super weird, Leute. Man muss dazu auch sagen, was zwischenzeitlich gezeigt wurde ist, ich weiß nicht, warum die Entwickler das gemacht haben, aber die haben sehr frühes Gameplay aus einer alten Version von The Day Before gezeigt in einem ihrer letzten Videos. Und da hat The Day Before noch ganz anders ausgesehen, in einer Winterlandschaft mit, ja, ne, auch Multiplayer und es gab eine ziemlich coole Zerstörungsengine und das Spiel war darauf aufgebaut, dass man sozusagen mit seinem Auto so eine Art fahrbare Base hat und von Ort zu Ort zieht, alleine oder im Koop mit Freunden und in einer Winter-Zombie-Survival-Apokalypse. Und mir, ich muss ehrlich sagen, der stilisierte Grafik-Stil hat mir gut gefallen in diesem Gameplay. Ich verstehe gar nicht, warum die Entwickler uns das überhaupt im Nachhinein gezeigt haben, denn in mir kommt jetzt so ein bisschen Enttäuschen auf, dass die nicht dieses Spiel hier zu Ende entwickelt haben und dann danach das The Day Before, was wir jetzt zu sehen bekommen haben. Echt schade irgendwie, das sah schon cool aus, ne? Zumal so ein Setting in einer Winterlandschaft überleben ist ja wirklich unterrepräsentiert im Survival-Genre. Ich kann aber auch den Schritt hin zu einem moderneren, realistischeren Setting in die Richtung wie der Division auch gut verstehen, denn so ein Videospielentwickler, der muss halt auch schauen, dass ja Kohle gemacht wird, ne? Und darauf scheint The Day Before abzuzielen. Was bleibt zu guter Letzt noch zu sagen, Leute? Also, das Spiel sah jetzt nicht so aus, als wäre das irgendwas total Neues, Bahnbrechendes. Ich bin mir auch ziemlich sicher, das wird nicht dieser inoffizielle DayZ-Nachfolger, den wir uns alle erhoffen. Auch wenn das durch das Außenwelt-Gameplay in der Natur und den Landpassagen im alten Gameplay so, ja, indirekt versprochen wurde. Was wir auf jeden Fall hoffen müssen, ist, dass das Spiel nicht irgendein mit Mikrotransaktionen vollgeseuchter Quatsch wird. Denn betrachten wir es mal von der positiven Seite. Ich meine, klar, man kann jetzt abends vor dem Fernseher sich auf das Sofa sacken lassen und dann schauen, ob irgendein total krasser Spielfilm läuft, der aufwendig produziert wurde. Aber es gibt eben auch Programme wie, keine Ahnung, GZSZ oder Berlin Tag und Nacht und so ein Quatsch. Und sind wir doch mal ehrlich, jeder von uns hat in seinem Leben doch schon mal seichte Unterhaltung auch irgendwie genossen. Und wer weiß, vielleicht wird ja auch The Day Before so ein Stück seichte Videospielunterhaltung, ein Spiel, welches uns einfach ermöglicht, dass wir uns mit Kumpels gechillt im Discord zusammenfinden können und dann einfach ein bisschen auf irgendwas hingrinden, irgendwelches Loot suchen und dann am Ende dann cool aussehen oder stärkere Ausrüstung haben als andere. Das Rad muss ja nicht neu erfunden werden, Hauptsache wir sind am Ende gut unterhalten, auch wenn es seichte Unterhaltung ist. Und ich denke mal, Day Before wird ja wahrscheinlich in diese Richtung gehen. Ist aber nur eine reine Vermutung von mir. Ne? Wir müssen abwarten, bis das Spiel kommt. The Day Before ist auch meines Wissens nach eines der am meisten gewünschten Spiele auf Steam gewesen. Ich glaube nur, dass Hogwarts Legacy zeitweise The Day Before einholen konnte, was die meisten Wunschlisteneinträge auf Steam anbelangt. Also in dem Punkt muss man sagen, da haben die Entwickler wahrscheinlich sogar mit der Richtungsänderung des Spiels hin zu einem neuen Setting prinzipiell eigentlich alles richtig gemacht von einem Business-Standpunkt. Aber ich hätte auch das alte Spiel echt gerne gesehen. Jedenfalls macht das neue Gameplay auf mich einen nicht so ganz interessanten Eindruck. Ich habe irgendwie das Gefühl, das wird einfach nur ein stupider Zombie-Baller-Schnetzel-Shooter, ein bisschen wie der Division. Vielleicht wird das Spiel auch Free-to-Play mit Mikrotransaktionen. Das ist das Einzige, was ich mir momentan vorstellen könnte. Ja, und jetzt werden wir sehen, was am in Stein gemeißelten Datum zu Release, also der 10. November, oh, Entschuldigung, ich meinte der 7. Dezember, oh, musste doch verschoben werden. Ja, ne? Da werden wir ja sehen, ob dann das Spiel wieder verschoben wird. Also, Leute, was wollen wir wetten? Was wollen wir wetten? Die verschieben das Spiel wieder. Wobei, die haben ja gesagt Early Access Release, ne? Also, die müssen ja gar nicht mehr fertig werden. Die machen jetzt einfach Early Access. Also, schauen wir mal, Leute, ne? 7. Dezember, das tragen wir uns jetzt mal in den Kalender ein, ne? Am besten laden wir uns die Kalender-App The Day Before auch noch gleich runter. Dann können wir uns das Release-Datum für das Spiel The Day Before auch noch eintragen, damit wir das nicht verpassen. Schreibt mal in die Kommentare, was glaubt ihr? Okay, Leute, habt einen schönen Abend noch. Haut rein und ciao.